බම් මේ ලබ්බේ සෙල්ලම ඉගෙන ගන්න. අපිට උනේ කොහමද ජර්මනියට පැන ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මාරු වෙනවනේ. ඌ හරි. අපි මොකටද මේ මගුල කරන්නේ? අපි මාරු වෙනවනේ. අපිට කොහෙවත් යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඔය ජාතිවාදී අවුස ගත්තොත්. අපි සේරම ලංකාවේ සිංහල දෙමළ මේ රට හරක් සේරම තේරුණාද? කසේ අතට ගත්තා. ඊට පස්සේ
Nationalmannschaft von Sri Lanka. Das ist die Frage, die sich die Menschen vor allem in Wittislingen im Landkreis Dillingen seit gestern stellen. Die Mannschaft hat dort am Wochenende an einem Turnier teilgenommen und dann war sie plötzlich weg. Letzte Spuren einer Nationalmannschaft. Beobachtungen in 5 Teilen.
Sonntagabend habe ich noch eine Maschine voll Wäsche mit heimgenommen, damit mir den armen Buben auch noch was wascht, weil sie noch 3 Wochen unterwegs sind. Und bringe dann die saubere Wäsche mit auf und dann sind die einfach fort. Und hab dann eben am Montag auch das Frühstück hergerichtet, um 7 Uhr war ausgemacht. Und dann, ja, was 8 Uhr, kommt halt heute nach 8:45, 8:30. Und dann haben wir uns langsam Sorgen gemacht und ja, und haben es halt gesucht. Die erste Vermutung: Die Nationalspieler haben sich beim Joggen im Wald verlaufen, denn ihre Turnschuhe und Trainingsanzüge fehlen. Der Turnierleiter. Dann haben wir 2 Jungs mit die Fahrräder losgeschickt Richtung Wald, auf die Feldwege entlang. Ich selber bin mit dem Auto eine riesige Schleife gefahren um die umliegenden Dörfer, habe überall da die Leute ein bisschen... Eva Grünbauer. Hallo und Servus zu 17:30. Wir beginnen mit einem äußerst mysteriösen Fall. Und zwar ist in Wittislingen in Schwaben eine komplette Handball-Nationalmannschaft spurlos verschwunden. Es handelt sich um 23 Männer aus Sri Lanka, die vermisst werden. Christina Prüfer jetzt mit Einzelheiten. Hier war noch alles in Ordnung. Die Handball-Nationalmannschaft aus Sri Lanka vor ihrem Spiel gegen die Handballer des TSV Wittislingen. Doch seit gestern ist das Team aus Fernost verschwunden. Einzige Spuren, 23 Koffer und ein Abschiedsbrief. Wir lieben Deutschland, danke für alles. Besonders dubios, nach Angaben der Botschaft von Sri Lanka gehören die 23 Männer wohl keiner offiziellen Nationalmannschaft an.